Hallöchen, heute Anzucht Speziale. Dieses schöne Anzuchtgefäß, da werden wir, wie ihr seht, drei neue Sachen einpflanzen und nochmal näher genau schauen, was sich denn hier so in den einzelnen Anzuchten getan hat. Bis gleich. Hochheben ist ja bei dem Behälter immer ein bisschen schwierig. Das ist der einzige Nachteil, dass das eben mit Wasser so weit aufgefüllt werden muss, dass das hier fast an der Oberkante ist. Aber wenn man das jetzt irgendwo stehen lässt und das jetzt nicht unbedingt bei YouTube oder für YouTube ein Video hochladen möchte, dann ist das doch sehr praktisch. Aber das jedes Mal hier durch die Gegend zu tragen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich zeige euch erstmal, was das Wurzelwachstum macht. Und da sieht man hier bei der Reihe Basilikum, ja, doch schon einen deutlichen Wurzelwachstum, ne? Ja, kann man erkennen. Jetzt ist es so, diese schwarzen Blätter, ja, die Steinwolle löst sich auch teilweise ein bisschen auf. Die schwarzen Blätter hier bei den Basilikumse, ja, ich denke mal, die rühren daher, dass denen das an der Wurzel halt ein bisschen zu feucht wird. Also die müssten jetzt wirklich irgendwann mal umgetopft werden in ein richtiges Humussubstrat oder halt Hochbeet etc. Ja. Aber es ist doch irgendwie noch ein bisschen zu kalt. Deswegen müssen sie da noch ein bisschen ausharren und ich hoffe, dass sie das soweit schaffen. Also man kann hier mit der Pinzette vielleicht das ein oder andere schwarze Blatt abziehen, dass man da eben ein bisschen so die Schimmelbildung oder so vorbeugt. Sehen auch ein bisschen schicker aus ohne diese schwarzen Blätter. Ja, dann haben wir ja hier die Fichtensamen. Das sind jetzt hier die beiden Reihen. Ach, komplett hier. Was waren hier? Ach ja, die Wüstenrose. Also die beiden Reihen waren ja hier Fichtensamen. Davon ist bisher nur eine einzige gekeimt und der Rest noch nicht. Aber ich habe mal hier immer so drunter geschaut. Bei der einen oder anderen ist die Schale aufgegangen, aber kommt noch nichts raus. Ja, die Reihe hier mit Wüstenrose, also für die Anzucht hier in dieser doch sehr durchnässten, ich habe das jetzt schon mal aufgemacht, sehr durchnässten Steinwolle ist das für die Wüstenrose doch eher nicht so günstig. Kann man mal so mitnehmen, also da ist das wirklich in nur feucht gehaltener Kokosfaser doch der bessere Weg, würde ich mal so behaupten, weil die Steinwolle, die ist doch sehr, ja, doch sehr stark durchnässt, sage ich mal, oder würde ich mal sagen. Ja, hier in der Reihe hatten wir ja natürlich jetzt noch nichts. Und hier hatten wir die Regenbogenbäume. Da zeige ich euch dann gleich nochmal eine Nahaufnahme, weil die sind doch sehr klein. Hier, hier, hier und hier hat sich bisher was getan. Die anderen sind teilweise ein bisschen verschimmelt. Wieso auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. So, hier jetzt mal die Nahaufnahme von den Fichtensamen. Die beiden Reihen, da ist nichts. Da ist der einzige Fichtensamen, der auch gekeimt ist. Die anderen sind wirklich ja, irgendwie nichts geworden. Da kriegt man die Helligkeit noch ein Stück runter. Dann überblendet das nicht ganz so doll. So, genau. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ne? Ja. Aber. Oh, was ist jetzt die Pinzette? Ja. Freihandaufnahme ist jetzt ein bisschen schwierig. So. Der ist zum Beispiel ein bisschen schimmelig. Na, geh jetzt. Rangehen, da sieht man, der ist ja aufgebrochen, aber kommt noch nicht so richtig. Hier genau dasselbe, aufgebrochen, aber noch nicht großartig gewachsen. Ja, so sehen die anderen auch aus. Dann hier die Reihe Wüstenrosen. Ja, da die ja jetzt schon angeguckt. Die hier, genau.
dieses helle Stück da. Ja, das könnte irgendwie noch was werden. Ich habe die ja ein Stück rausgezogen. Aber ich bin halt mir nicht so sicher, ob das überhaupt noch was wird. Dann hier die Basilikum-Pflanzen. Ja, die sehen eigentlich ziemlich cool aus. Ja, wie gesagt, die müssen jetzt halt da irgendwann jetzt demnächst mal raus, damit die eben richtig schön wachsen können. Dann die Regenbogenbäume. Und da versuche ich jetzt mal hier vorne. Kennt man jetzt gar nicht so richtig. Die rote falsche Reihe? Nee. Haha, war eine falsche Reihe. Ja, hier sieht man kleine Bäumchen. Ist ein bisschen zu dunkel, oder? Und dann gehen wir mal hier hinten hin. Da. Ganz kleine Bäumchen. Da bin ich aber wirklich gespannt, wie die dann irgendwie noch größer denn aussehen irgendwann. Die sind schon irgendwie witzig. Aber wenn ich jetzt hier mal meinen Finger dagegen halte, ja, also wie klein diese Bäumchen sind. Also, ja. Dann haben wir gucken, wa? Ja, und jetzt sind jetzt hier die drei Reihen frische Aussaat. Aber jetzt zu den neuen Sachen. Da haben wir hier, genau, erst die Drachenfrucht. Die Reihe machen wir hier mit Drachenfrüchten. Das sind diese kleinen schwarzen Samen da drinnen. Jetzt sieht man sie. Ja, diese kleinen schwarzen Samen. Natürlich brauchen wir dann auch erstmal wieder die Steinwolle. Und davon haben wir hier ja noch ein paar. Also wenn man dieses Anzuchtset kauft, hat man auch die Möglichkeit, diese Packungen zu kaufen. Und da sind auch genau 50 Stück drin. Genauso wie viele Steckplätze hier auch drin sind. Also in der Hinsicht doch schon recht praktisch gemacht. Man kann jetzt auch, wenn man so wie jetzt hier die Basilikum rausnimmt und man holt sich dann vielleicht noch ein zweites Pack davon, dann kann man hier halt auch wieder was Neues reinfüllen. Logischerweise. Der Behälter hier ist auch komplett mit destilliertem Wasser aufgefüllt, dass die Samen halt nicht gleich beim normalen Leitungswasser mit zu viel Bakterien oder Mikrosiemenswert in dem Sinne überlastet werden. So dass sie sich erstmal ganz normal mit reinem Wasser ernähren können. Das reicht denen völlig aus, weil sonst werden sie überdüngt. Und das ist auch teilweise ein häufiger Fehler, dass die Samen dann eben dadurch kaputt gehen oder die Pflanze erst gar nicht. Das ist wie wenn man einem Baby Energy geben würde. Macht man eigentlich auch nicht. Also entweder ihr habt gutes Regenwasser, sauberes Regenwasser, oder ihr holt euch, gibt es ja auch zu kaufen, so destilliertes Wasser. Hier ist jetzt eine Marke drauf, egal. Ja, oder halt, wenn ihr eine Osmoseanlage habt, sind diese auch sehr, 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 sehr praktisch. Nicht nur für die Anzucht, für Pflanzen, sondern auch für Kaffeemaschinen zum Beispiel. Da hat man dann keine Kalkrückstände. Der Kaffee wird dann auch ganz anders schmecken. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Wenn man den jetzt anstelle von Leitungswasser mit diesem destillierten Wasser auffüllt. Jetzt hängen die hier aneinander. Ich mache mal nur ein pro Steinwollwürfel. Die ist aber auch extrem klein. Kann man jetzt so wahrscheinlich gar nicht richtig erkennen, war in der Kamera. Und zwar sind genau 5 Stück. Natürlich praktisch. So, noch ein bisschen zudecken. Die meisten Samen soll man ja mit 1 cm Erde bedecken. Machen wir jetzt hier mit Steinwolle, die wir hier so ein bisschen abzuffeln. Ja, und dann mal gucken, ob dann halt die Drachenfrucht. Das ist übrigens die mit dem weißen Fleisch gewesen.
Gibt ja auch die rote Drachenfrucht. Geschmacklich habe ich da bisher irgendwie noch keinen Unterschied gemerkt. Oder mein Geschmack ist dahingehend nicht feinfühlig. Hier noch. Keine Ahnung. Ja, Datum habe ich auch aufgeschrieben von heute. 22.02. So, was kommt jetzt hier als nächstes? Da kommt die Habanero Orange. Dazu muss ich sagen, die ist wirklich sehr, sehr scharf. Auf einer Internetseite für Chilisorten, wo man auch Chilis kaufen kann, die haben da auch den Schärfegrad mit angegeben. Und da habe ich mal die Habanero Orange geguckt, wie scharf die ist. Weil ich hatte ja letztes Jahr hier eine Pflanze, die ich auch versucht habe zu überwintern, was aber nicht funktioniert hat. Die ist mir leider eingegangen. Jedenfalls den Schärfegrad dieser Habanero Orange. Skala von 1 bis 10. Und diese Chilisorte hat 10 plus plus. Ja, jetzt kann man sich dabei was denken. Das ist einer der schärfsten Chilisorten der Welt ist. Die schärfste Chili, die Carolina Reaper heißt die. Und die hat 10 plus plus plus. Also ist diese orangene Habanero nur einen plus von der schärfsten Chili der Welt entfernt. Ja. Ja, Chili sollte hier eigentlich in dem Steinwollwürfel doch relativ gut keimbar sein, sag ich mal. Diese Samen, die ich jetzt hier habe, die sind aus der eigenen Habanero, die ich ja letztes Jahr hatte. Und ja, ich weiß natürlich nicht, ob die überhaupt keimfähig waren oder sind oder sein werden. Das werdet ihr in einem der nächsten Videos sehen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, weil die Anzuchtsaison, die hat für dieses Jahr mittlerweile begonnen. Zumindest die, die halt in der Wohnung schon langsam ihre Sachen vorziehen wollen. Ja, Paprika, Chilis. Chilis kann man ja auch in Hydroponik ja auch ganz gut das ganze Jahr überziehen. Aber da muss man eben für genug Zusatzbeleuchtung sorgen, weil die brauchen natürlich sehr, sehr viel Licht. So, und dann habe ich noch die Zebratomate. Ja, Zebratomate. Ich habe jetzt leider kein Bild dazu. Müsst ihr mal irgendwie bei einer Internetsuchmaschine vielleicht mal nachschauen. Die ist so, ja, so grün-rot gestreift. Sieht eigentlich ganz cool aus. Hat auch ein grünes Fruchtfleisch. Also eigentlich eine recht interessante Sorte. Hat man ja auch nicht immer. Gibt noch ein paar andere Sorten, die auch verfärbte Fruchtfleische haben. Zum Beispiel diese Purple-Tomate. Also ist so lilanes Fruchtfleisch. Nanu. Kriegt ihr die Samen hier raus? So. Haben wir jetzt davon auch fünf. Ja, die hatte ich hier letztes Jahr getrocknet gehabt auf dem Balkon. Und habe die dann hier so dunkel und trocken gelagert. Dann wollen wir mal gucken, wie lange die Sorten hier alle so brauchen. Bis sie denn mal. Oder ob überhaupt anfangen zu keimen. Gut, war jetzt ein bisschen langweilig, ein bisschen längerer Stoff, sag ich mal. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Kann ich runternehmen? Auch nicht. Ja, dann wollen wir mal sehen. Oder ihr werdet mich sehen, wenn in einem der nächsten Videos war. Die saugen sich hier ganz alleine voll mit Wasser. So viel, wie sie halt benötigen. Ja, ist schon praktisch, dieser Topf. Schon geil. Auch unten in der Beschreibung habt ihr die Links dazu. Ja. Gut, also dann war. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.